Welcome back, liebe Leute! Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video erkläre ich euch meine Tipps für gesunde Haare. Ja Leute, der ein oder andere, der mir vielleicht schon länger folgt auf YouTube oder auf Instagram oder wo auch immer, der weiß, dass ich mich schon seit längerem mit dem Thema Haaren auseinandersetze und Haarprodukte suche und teste und ich habe auch viele Anfragen bekommen und heute möchte ich euch einfach mal meine persönlichen Tipps weitergeben für gesunde Haare. An dieser Stelle nochmal kurz Dankeschön an meine Freundin, denn die hat mir echt viele Tipps mitgegeben. Seitdem ich mir meine Haare lang wachsen lassen, habe ich mich auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und habe auch viele Tipps von meiner Freundin bekommen, die auch sehr lange Haare hat. Und deshalb erstmal schon Dank an meine Freundin. Tipp Nummer 1. Nicht jeden Tag Shampoo. Bitte versucht einfach nicht jeden Tag eure Haare zu shampoonieren. Ihr könnt ja jeden Tag eure Haare waschen. Ja? Vor allen Dingen, wenn man sich irgendwelche Produkte in die Haare reinmacht, sollte man seine Haare ja auch im Prinzip dann irgendwie waschen, aber nutzt nicht jeden Tag Shampoo. Denn wenn ihr eure Haare jeden Tag shampooniert, ja, das macht eure Haare kaputt, das überstrapaziert eure Haare. Also versucht einfach mal weniger Shampoo zu nehmen, vielleicht 2-3 Mal die Woche reicht vollkommen aus. Eure Haare werden es euch danken und dann anstatt Shampoo einfach nur Wasser nehmen und anschließend vielleicht noch eine kurze Spülung oder so, aber that's it. Ja, das war's. Tipp Nummer 2. Seid nicht so aggressiv zu euren Haaren. Das musste ich auch erstmal persönlich lernen, denn ich habe damals wie ein Bekloppter immer meine Haare trocken gerubbelt. Das macht eure Haare kaputt. Und wenn ihr aus der Dusche kommt und ihr habt nasse oder feuchte Haare, dann versucht nicht eure Haare auf Teufel komm raus trocken zu rubbeln, sondern wartet einfach ein bisschen, bis die Haare von selber trocken werden. Macht es ganz vorsichtig. Das musste ich persönlich auch, wie gesagt, erst noch lernen. Denn irgendwann brechen die Haare ab. Gerade wenn sie trocken sind, sind die Haare sehr, sehr empfindlich. Tipp Nummer 3. Öl für die Haare. Leute, ich hätte es mir niemals vorstellen können, dass ich irgendwann mal Öl in meine Haare schmiere. Ja? Aber Arganöl ist echt sehr, sehr gut für eure Haare. Es spendet Feuchtigkeit und es riecht vor allen Dingen richtig gut. Ihr müsst mal so ein bisschen Arganöl nehmen, nach dem Duschen und nach dem Haarewaschen schön in die Haare reinschmieren. Es riecht so unfassbar gut. Leute, allein wegen dem Geruch werdet ihr es lieben. Aber es, wie gesagt, spendet auch Feuchtigkeit und von daher ein richtig guter Tipp für gesunde Haare. Tipp Nummer 4. Weniger Hitze. Das musste ich auch leider Gottes erst lernen. Ich habe damals ganz oft meine Haare mit meinem Glätteisen geglättet und zwar viel zu heiß. Wenn ihr ein Glätteisen benutzt oder einen Föhn benutzt, dann passt mit der Hitze auf. Macht es nicht zu heiß und seid wirklich vorsichtig. Und wenn ihr solche Glätteisen zum Beispiel nutzt oder Föhn nutzt, dann versucht so einen Heat Protector in eure Haare reinzumachen. Weil wenn ihr das zu heiß macht, da kann ich ein Lied von singen, dann gehen eure Haare irgendwann kaputt. Also wenn ihr mit Föhn oder Glätteisen arbeitet, Achtung auf Hitze. Tipp Nummer 5. Färbt eure Haare nicht, Leute. Es passieren ganz schlimme Dinge, wenn ihr eure Haare färben solltet. Es können ganz schlimme Dinge passieren. Und meinem Freund und Kollegen Daniel Kiriko ist nämlich was ganz Schlimmes passiert. Er hat seine Haare von ganz schwarz auf ganz weiß gefärbt. Was ist passiert? Seine Haare sind ausgefallen und abgebrochen. Der sah aus, ihr könnt es euch nicht vorstellen, der sah so beschissen aus, ja? Ey, krass. Also, wenn ihr gesunde Haare haben wollt, ja, versucht eure Haare nicht zu färben. Wenn man die Haare färben will, irgendwann kann man es natürlich machen, aber versucht erstmal eure Haare gesund zu bekommen, bevor ihr mit irgendeiner Chemie in eure Haaren anfangt. Weil wenn ihr irgendwelche Chemie in die Haare klatscht, ey, das vor allen Dingen, jetzt hat man bei Daniel Kiriko krass gesehen, es kann sein, dass eure Haare einfach ausfallen. Also lasst die Färberei sein, lasst die Chemie einfach weg. Tipp Nummer 6. Sonne meiden. Das gleiche wie mit Hitze, ich habe es ja eben schon erklärt. Wenn eure Haare zu heiß werden, dann können eure Haare kaputt gehen und austrocknen. Das bedeutet auch, wenn ihr zum Beispiel im Sommer in der prallen Sonne liegt, ja, versucht pralle Sonneneinstrahlung zu meiden. Das habe ich gerade vor kurzem auch in Afrika gemerkt. Wenn man den ganzen Tag am Strand rumhängt und die Sonne direkt auf die Haare draufklatscht, das kann sein, dass eure Haare davon kaputt gehen und austrocknen. Also wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid oder, keine Ahnung, vielleicht gerade in Afrika, dann versucht euch eine Cap zu holen oder irgendwie eure Haare oder einen Hut oder eure Haare zu schützen, denn das ist echt enorm wichtig. Tipp Nummer 7. Geht regelmäßig zum Friseur. Auch wenn ihr eure Haare zum Beispiel, wie ich gerade, lang wachsen lässt, versucht trotzdem regelmäßig zum Friseur zu gehen, die Spitzen ein bisschen ausdünnen und einfach eure Haare mal checken lassen, ist auf jeden Fall wichtig. Tipp Nummer 8. Leute,
versucht mal nichts mit euren Haaren zu machen. Versucht eure Haare einfach mal atmen zu lassen. Wenn ihr zum Beispiel mal ein Wochenende zu Hause chillt, dann versucht nichts in die Haare reinzumachen. Wascht eure Haare und dann macht ihr nichts damit, damit einfach mal eure Haare sich regenerieren können und eure Haare sich mehr erholen können. Weil wenn man Haarspray drauf macht, wenn man irgendeine Paste reinmacht und wenn man seine Haare ständig shampooniert, die Haare müssen atmen, ja? Und das funktioniert nicht, wenn da ständig was drin ist. Also versucht mal nichts zu machen mit euren Haaren für ein Wochenende und das werden eure Haare euch hundertprozentig danken. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Denkt dran, Support ist kein Mord. Und wenn ihr selber noch Tipps habt zum Thema gesunde Haare, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich auch sehr freuen. Und falls ihr sonst noch Videos zum Thema Haarstyling seht oder was wissen wollt, wie ich zum Beispiel diese Frisur mache, dann schreibt es auch in die Kommentare. Bis dahin, adios, amigos.